willkommen zu einem neuen Video von Into the Matrix. Heute habe ich einen Interviewpartner bei mir zu Gast und das Thema ist die Manifestation Kraft der Gedanken. Herzlich willkommen, Dennis. Ja, vielen Dank, Marie. Schön, dass du heute da bist. Ja. Ja, erzähl doch mal ein bisschen von dir, dass die Leute wissen, wie es dreht. Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Wir haben das ja ein paar Mal aufgeschoben. Ne? Also, ich glaube, es waren jetzt ein paar Monate. Sogar. Ja. Ne? Uns trennt so ein bisschen die Location. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, ihr sitzt hier in Hessen. Ich habe meist viel zu tun, bin oft unterwegs und habe es glücklicherweise diesmal geschafft, hier hinzukommen und freue mich natürlich auf das folgende Gespräch. Und ja, zu meiner Person. Also beruflich bin ich Webentwickler, mache Online-Marketing für Unternehmen. Das ist so mein Hauptstandbein. Ich komme eigentlich aus der Musik, habe ganz lange Musik gemacht und durch die Situation mit Corona hat sich das Ganze aufgelöst. Es war nicht mehr möglich, Musik in dem Rahmen zu machen, der mich erfüllt hätte. Und da es auch überhaupt nicht absehbar war, wie lange wird es dauern, habe ich umstrukturiert, habe geschaut, was kann ich machen, vor allen Dingen, womit kann ich Geld verdienen, ne? Weil von Luft und Liebe kann niemand leben. Ja, und habe mich dann dazu entschieden, auf meine eigentlichen Ressourcen zurückzugreifen, habe angefangen, Leute im Marketing zu unterstützen. Ich habe mal Marketing studiert, hatte da also auch entsprechende Expertisen. Und Webentwicklung gehörte dann auch dazu. Ich baue also Webseiten für Unternehmen, kümmere mich um das Online-Marketing, Suchmaschinenoptimierung und alles, was da drumherum so anfällt. Mhm. Musik mache ich auch noch, aber eher hobbymäßig und auch nicht mehr so oft wie früher. Aber es ist immer noch ein Bestandteil meines Lebens. Mhm. Ja, das ist so die Hauptbeschäftigung, der ich nachgehe. Okay. Ja, wie kommt denn jemand wie du aus dem IT-Job im Grunde zu solchen Themen wie Manifestation? Ja, gute Frage. Hat bei mir tatsächlich schon sehr früh angefangen. Also ich war als Junge in jungen Jahren, ich glaube mit 6 kann ich mich an eine Situation erinnern, da war ich mit meiner Großmutter im Supermarkt, da waren wir im Urlaub an der Nordsee und da ist mir bewusst geworden, dass wir endlich sind. Also es ist ein Gefühl, was ich immer noch genauso empfinde wie damals als 6-Jähriger. Ich saß vorne im Einkaufswagen in dieser Vorrichtung für Kinder und habe meine Oma dann gefragt, du sag mal, wir sterben ja irgendwann und wir sind ja endlich. Und ja, da hat das so ein bisschen angefangen, Dinge zu hinterfragen. Und ich war damals noch, würde ich eher sagen, religiös. Also ich habe mich sehr viel mit Gott beschäftigt und Religion. Als Kind. Es wurde mir aber auch nie eingegeben, also ich komme jetzt nicht aus einer religiösen Familie oder so, sondern ich glaube, es war eher dieses Gefühl in mir, hey, da ist viel, viel mehr. Und ich glaube, das Erste, wenn man noch nicht so die Motivation oder zumindest die Möglichkeiten hat, sich selbst weiterzuentwickeln, was man als 6-Jähriger, man hat ja keinen Lehrplan irgendwie im Kopf, wie man sich jetzt bestimmte Dinge aneignet, war das Naheliegendste wahrscheinlich die Religion, um mich mit solchen philosophischen Themen auseinandersetzen zu können. Und ja, in der Schule hatte ich noch immer eine 1 in Religion, habe die Bibel gelesen, habe auch irgendwann den Koran gelesen, mich generell mit Religion beschäftigt und ja, jetzt so im Nachhinein, wie gesagt, war es vielmehr der Anspruch, mich mit philosophischen Themen auseinanderzusetzen, Dinge zu hinterfragen, über den Tellerrand zu schauen und vor allen Dingen das Gefühl in mir, das damals noch unerklärbar war, dass da viel mehr ist, als wir wissen, als wir uns vorstellen können oder als uns vielleicht auch eingeredet wird, ne, wie wir erzogen werden und was wir schon von der Schule so mitkriegen. Ne, es ist alles sehr weit weg vom eigenen Geist und vom Spirituellen. Es geht viel ins Außen. Ne? Du musst das machen, du musst arbeiten, du musst Geld verdienen, du brauchst einen vernünftigen Job und all diese Dinge. Und ja, ich glaube, ich habe irgendwann gemerkt, dass das nicht das ist, was wir brauchen und das auch nicht unserer Natur entspricht. Ne? Ja, und im Laufe der Jahre, also ich bin dann irgendwann von der Religion weg. Ne? Also ich für mich hat das keinen Sinn mehr gemacht irgendwie, also ohne jemandem nahe zu treten. Ich glaube schon, dass Religion auch sehr hilfreich sein kann für viele Menschen. Mhm. Ja, dass sie in Gott, so wie er in der Bibel zum Beispiel beschrieben wird, eine Figur finden, die einen leitet, ja, die einem Regeln gibt, die einem
sagt, wo es lang gehen sollte. Ja, und ich glaube auch, dass da so unsere Natur mit reinspielt, weil der Mensch neigt dazu, jemandem zu folgen. Man sieht das ganz oft in Notsituationen, in Krisensituationen, wenn große Katastrophen stattfinden. Da muss nur einer sein, der sagt, hey, ihr macht jetzt das und das und jeder wird es tun. Ne? Sie sind dankbar dafür, dass man es ihnen abnimmt. Genau, sie sind dankbar dafür, dass man es ihnen abnimmt. Und ich meine, man kann das Ganze auch noch mehr vertiefen. Ne? Komfortzone, so wir müssen nicht selber denken, wir müssen keine Verantwortung für unser eigenes Handeln übernehmen. Und das übernimmt dann jemand anders. Ne? In dem Falle halt Gott. Ja, der Allmächtige. An Gott glaube ich übrigens immer noch, allerdings in ganz anderer Form. Also ich glaube, dass alles Gott ist. Gott ein anderes Wort für das Universum, für uns selbst. Also ich sehe die Menschen selber auch als Gott, als Teil des Ganzen. Ich bin auch überzeugter Pantheist. Also ich glaube, dass wir alle eins sind und frei nach dem Grundsatz, ich kann dich nicht verletzen, ohne mich selbst zu verletzen. Ne? Und ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen, wie kommt man dazu, sowas zu machen? Ja, ich wusste immer, habe immer gespürt, dass viel, viel mehr, konnte das nie greifen, auch nie beschreiben und habe das halt versucht, ne? Das herauszufinden. Was ist das genau, was ich da spüre ständig? Ja? Und das waren so die. War so die Initialzündung damals, ne? Als Kind schon. Hast du im Grunde in dir drin so ein Gefühl gehabt, eben da ist noch mehr und du hast das Gefühl gehabt, dass man dich auch da irgendwo zieht, kann man das so sagen? Also, dass du irgendwo hin willst, du kannst es nicht greifen, du weißt nicht mal, ob es das gibt, aber in deinem Inneren weißt du ganz genau, du musst trotzdem da entlang und danach suchen. Ja, genau, so kann man das sagen. Also, das ist. Ich habe noch im Dunkeln getappt und ich würde auch behaupten, dass ich jetzt noch im Dunkeln tappe. Ich glaube, es ist ein stetiger Prozess. Und wie ich eben schon gesagt habe, wir sind oft der Meinung, dass die Dinge, die wir glauben oder die Dinge, die wir annehmen, unsere Überzeugungen, dass das der Realität entspricht, ja? Dass das absolut richtig ist. Ja? Und wenn wir eine bestimmte Überzeugung haben von etwas, dann meinen wir, das ist so. Ne? Und alles, was dem entgegenspricht, ist falsch. Ja? Und so habe ich früher auch gedacht. Ja? Und ich habe früher auch gedacht, da ist so viel mehr und ich weiß das alles und andere Leute wissen das vielleicht nicht. Da lasse ich mir auch gerne den Vorwurf der Arroganz gefallen, weil ich habe es selber gemerkt und ich habe gemerkt, dass es absoluter Schwachsinn war. Ja? Und es war eine sehr wichtige Erkenntnis in meinem Leben, herauszufinden, dass ich gar nichts weiß und dass die Dinge, von denen ich überzeugt bin, dass die nichts mit der Realität zu tun haben. Ja, dass sie in meiner subjektiven Wahrnehmung entstehen und das ist auch ein Gedanke, der mich ein Stück weit gelassen macht. Ja? Also ich muss nicht mehr vehement darauf bestehen, dass Dinge so sind, wie ich glaube, dass sie sind, Und das gibt mir viel Raum für Offenheit, ne? Offen in die Welt zu gehen, auch mir andere Seiten anzuhören, gerade im Kontext der Religion. Ja? Also ich habe früher mal gesagt, über Religion und Politik diskutiere ich nicht, weil das führt immer zu Polemik und Streit. Und als harmoniebedürftiger Mensch habe ich das dann immer verdrängt. Aber mittlerweile kann ich mir das sehr weitestgehend neutral und objektiv anhören. Ich meine, ich bin ja auch ein Mensch. Ne, so hundertprozentige Objektivität kann, glaube ich, niemand erlangen. Aber ich versuche es zumindest und nehme auch an, was andere Leute zu sagen haben und würde das mittlerweile auch nie mehr als falsch, sondern eher als entgegengesetzt meiner Meinung definieren. Ja? Und auch überhaupt nicht mehr so anmaßend sein zu sagen, ey, das, was du machst, ist ja völliger Bullshit. Versuch doch mal das und das. Das will ich überhaupt nicht mehr. Ja. Ne? Nicht zuletzt, weil ich glaube, dass wir alle dieses Gefühl, was ich habe, dass die meisten Menschen oder wenn nicht sogar jeder Mensch dieses Gefühl hat. Ja? Viele fangen an, sich damit auseinanderzusetzen. Viele nehmen das einfach hin, viele nehmen das gar nicht so bewusst wahr. Ja? Das passiert einfach. Die haben da nicht so den Blick für. Wobei ich das Gefühl habe, dass da eine Entwicklung stattfindet, definitiv, dass immer mehr Menschen sich damit auseinandersetzen und auch merken, dass da auch mehr ist und beziehungsweise, dass sie selbst viel mehr Potenzial in sich tragen, als sie vielleicht vor ein paar Jahren noch dachten. Gerade die letzte Zeit war, glaube ich, da ein Schlüssel,
Moment für viele. Und wenn du sagst, ja, dass du offen sein möchtest, auch für andere Meinungen, meiner Meinung nach ja extremst wichtig. Weil wenn du immer nur dein Ding vertrittst, kannst du ja gar nicht offen sein für andere Dinge, die eventuell da auch noch mit reinspielen könnten. Du musst dich ja immer wieder selber neu positionieren und eventuell übersiehst du ja sonst auch Dinge. Ja? Also wie ist denn das? Ich denke, es gibt nicht nur eine Wahrheit, sondern es gibt ganz viele Wahrheiten. Was hast du da für eine Meinung zu? Ja, genauso sehe ich das auch. Mhm. Ja. Also es ist ja die Annahme der Dinge, also die Dinge sind ja das, was sie sind, ja. Und wir messen den Dingen Werte bei. Ja, die Objektivität interessiert es nicht, ob etwas gut oder schlecht ist, ob etwas oben oder unten ist. Das sind Relationen, die wir brauchen, um Erfahrungen zu machen. Ja? Wir können das oben nicht erfahren, ohne das unten nicht, ohne nicht vom unten zu wissen. Ja? Wir müssen uns ständig vergleichen mit Gegensätzen, um zu erkennen, wer oder was wir sind. Ja? Also man kann nicht das sein, was man ist, wenn das, was man nicht ist, nicht ist. Mhm. Ja? Mhm. Das war vereinfacht auszudrücken. Und insofern gebe ich dir da voll recht und ich sehe das ja mittlerweile auch so. Also ne, wenn jemand etwas als schlecht empfindet, dann ist das so. Dann ist das für ihn schlecht. Ja, und dann muss man das auch akzeptieren. Ja, und nicht dagegen reden und sagen, ja, das stimmt aber nicht. Wenn ich sage, stimmt nicht, dann haben wir im Prinzip beide recht. Das klingt paradox, aber es beweist ja eigentlich nur, dass es keine absolute Wahrheit gibt, wie du schon gesagt hast, oder viele verschiedene Wahrheiten. Und also da gibt es ja tausende Beispiele, ne, wo man das aufgreifen kann und dann auch sieht, hey, das ist ja völlig jetzt unterschiedlich, also meine Meinung ist ja völlig unterschiedlich von deiner, aber wir haben beide Recht und keiner hat Recht. Ja, klar. Und es hat immer viel mit Auffassung zu tun. Also wenn man in einem Fußballstadion sitzt, ne, es gibt die Heimmannschaft, es gibt die Fernmannschaft, also die, ich kenne mich mit Fußball nicht so aus, Gegenmannschaft, genau. Und es fällt ein Tor, also es passiert eine Sache, eine Hälfte jubelt, die andere Hälfte weint, ne, obwohl über die gleiche Sache. Mhm. Und das verdeutlicht wieder, dass die Dinge, die wir erleben, dass wir die einordnen, ne, wir gleichen sie ab mit den Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Da geht es auch viel um Psychologie, ja, Konditionierung und sowas, genau. Ne, Prägungen. Und zack, ordnen wir die Dinge ein. Ja. Also wenn sie uns zu Nutzen sind, dann meist positiv. Wenn sie uns nicht so nutzen, vermeintlich, dann negativ. Ich habe oft versucht, davon Abstand zu nehmen, die Dinge nicht mehr zu bewerten. Das hat mich ein bisschen verunmenschlicht, wenn man das so sagen kann. Mhm. Also ich habe mich irgendwann gefühlt wie eine Maschine, weil ich gar nichts mehr an mich ranlassen wollte. Ich wollte nichts mehr bewerten. Ich wollte nichts mehr doof finden. Du hättest wahrscheinlich mir einen Arm abschneiden können. Und ich hätte trotzdem noch Verständnis dafür gehabt und gesagt, sie hat ihre Gründe. Mhm. So, für sie war das, sie hatte anscheinend ein Bedürfnis dazu, deswegen war das gut. Für sie. Für mich war es schlecht. Weil jetzt fehlt mir ein Arm. Also im Grunde absolute Neutralität. Ja, zu genau. Allem. Mhm. Dadurch besteht dann die Gefahr, dass du auch so abstumpfst, dass du auch gar nichts mehr fühlst, ne? Dass du das auch von dir abtrennst. Ja. Und da muss man sich die Frage stellen, macht das dann auch wieder Sinn? Ne? Mhm. Also so eine gesunde Distanz aus der Vogelperspektive heraus das Ganze betrachten und erstmal sagen, okay, pass mal auf, bevor ich überhaupt mir ein Urteil bilde, schaue ich mir das erstmal an und dann bewerte ich nicht. Aber das bedeutet ja nicht, dass man das nicht auch trotzdem, dass man Empfindungen haben kann oder ja, es trotzdem als gut oder nicht gut einordnen kann, oder? Ja, total. Das habe ich dann auch gelernt, also ne, mich selbst als Menschen mit Emotionen zu akzeptieren. Mhm. Und ich darf auch mal etwas Scheiße finden, was man tut. Ne? Oder ich kann mich auch mal darüber aufregen, wenn mich jemand meines Erachtens unfair behandelt. Ja, oder ich darf auch mal traurig sein, wenn ich verlassen werde. Oder ne, das sind alles Dinge, die ich zulassen kann als Mensch, weil dafür bin ich ja hier, um diese Erfahrung zu machen. Ja, sonst hätte ich ja da bleiben können, wo ich herkomme. Im Absoluten. Also für mich ist die absolute Liebe. Aber das wäre ja total kontraproduktiv, diese Dinge nicht auch so zu empfinden. Ja. Ja. Denkst du denn, Emotionen oder auch Gefühl, das, was uns Menschen ja eigentlich im Grunde auch ausmacht, ist so eins der Puzzleteile, die zur Manifestation dazugehört? Ja, es ist ein bisschen kompliziert. Also
ich zum Beispiel, ich spreche jetzt wieder aus meiner Warte, früher habe ich oft gedacht, dass unsere Gedanken auf unseren Gefühlen basieren. Mhm. Ja? Mittlerweile weiß ich und bin auch überzeugt davon, und das zeigen ja auch Studien, oder in der Psychologie sagt man ja auch, dass Emotionen aus den Gedanken resultieren. Ja? Also mit gezielter Umprogrammierung, nenne ich das jetzt mal, man kann es auch Umkonditionierung nennen oder wie auch immer, man weiß ja schon seit einigen Jahren, dass das Hirn plastisch ist und dass man sich ja umprogrammieren kann. Früher ist die Wissenschaft ja davon ausgegangen, dass die Zustände im Hirn so sind, wie sie sind und auch nicht verändert werden können. Ne? Und mittlerweile weiß man das ja. Was war deine Frage nochmal? Was Emotionen oder Gefühle dazu beitragen können zur Manifestation, ja. Ob das dazugehört, oder? Mm-hmm. Ja, ja, klar, total. Wir manifestieren ja alle. Ja, also wir tun das tagtäglich, jeder Mensch tut das. Die einen machen es bewusst, die anderen machen es unbewusst. Mhm. Und letztendlich ist egal, woraus deine Vorstellung resultiert, ob sie jetzt aus deinen Gedanken heraus resultiert, also ob jetzt der Gedanke die Zündung für die Manifestation war oder irgendein Gefühl oder das Unterbewusstsein sogar. Aber oftmals ist das Unterbewusstsein ja auch ein Spiegel des Bewusstseins, beziehungsweise wird durch das Bewusstsein oder das, was wir bewusst wahrnehmen, trainiert. Ne? Also wenn wir Traumata erleben, dann trainieren wir unser Unterbewusstsein, auf bestimmte Situationen so und so zu reagieren. Ja, das sind dann die sogenannten Programme, die da ja am Anfang, also in der Kindheit bis zu einem bestimmten Alter dann angelegt werden. Und alles, was danach kommt, als alten Erfahrung, wird dann einsortiert in diese einzelnen Programme. Ne? Ja. Und da, das ist die Prägung und danach handeln wir. Und das ist dann eben im Grunde das, was im Leben dann auf einen zukommt oder wie wir leben und wie wir es dann auch wahrnehmen. Ne? Also wenn wir als Kind so geprägt werden, dass wir, oder wenn uns das Gefühl vermittelt wird, wir sind nicht liebevoll, wir sind nicht liebenswert, dann werden wir diesen Glaubenssatz uns aneignen. Ja? Genau. Wir programmieren uns so, dass wir nicht liebenswert sind und wir haben dann diese Überzeugung von uns und werden auch genau das erfahren. Mhm. Ja? Also wir werden im Prinzip alles erfahren, was wir denken, wie wir sind, wie wir auf andere wirken, ja, wie andere uns mögen oder nicht mögen. Und ich denke mal, dass jeder das, wenn er mal zurückdenkt und auch wirklich in sich reingeht, ganz, ganz oft solche Situationen hat. Also gerade in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, wir haben einen schlechten Tag, wir fühlen uns nicht angenommen, weil irgendwas war, weil wir gestresst waren oder was auch immer. Und gehen dann in den Supermarkt und schaut jemand grimmig an. Ja, und wir beziehen das auf uns. So, ne? In dem Moment könnten wir vielleicht die Bestätigung dafür bekommen, dass wir nicht gemocht werden, ja, dass wir nicht angenommen werden von unserem Umfeld. Ne? Und wir versuchen ja auch immer, unsere Gedanken zu beweisen. Also wenn du dir jedes Mal einredest, nicht liebenswert zu sein oder welches Attribut dir auch immer in den Kopf kommt, du wirst es überall sehen. Ja? Wenn du dir einen gelben Twingo kaufen willst, wirst du auf der Straße überall gelbe Twingos rumfahren. Ja, ja. Ja? Du hast halt einen Fokus auf bestimmte Dinge und du siehst die auch und versuchst sie zu beweisen. Das funktioniert im Negativen genauso wie im Positiven. Ja? Und wenn du ein gesundes Selbstbewusstsein hast und weißt, hey, ich kann nicht jedem gefallen, so sind wir Menschen nicht. Ja? Wir haben immer Sympathien oder keine Sympathien. Und man muss auch nicht jedem gefallen. Um jetzt bei dem Beispiel, ne, mit dem liebenswert zu bleiben, ne? Man kann die Dinge ja von zwei Seiten sehen, wie mit dem Tor eben im Fußball. Also wir können jetzt davon ausgehen, dass derjenige uns unfreundlich anschaut, ne, weil er uns nicht mag oder weil er einfach auch einen schlechten Tag hat oder weil es seine Mimik einfach ist, seine Natur im Gesicht. Mhm. Ja, und oftmals ist das ja so, da spricht man die Leute an oder man kommt ins Gespräch und merkt, ey, das war ja völliger Humbug, was ich da gedacht habe, ja, im Vorfeld. Ne? Und insofern manifestieren macht jeder. Also diese, ne, das ins Leben bringen, was man sich vorstellt, das tun eigentlich alle Menschen. Man kann gar nicht anders. Mhm. Ne, so, das ist ein Gesetz, ein physikalisches Gesetz. Das wäre nämlich meine nächste Frage, deine Definition von Manifestation im Grunde. So würdest du Manifestation beschreiben? Ja, ich würde es als Eintreten der Vorstellungen beschreiben, in die Realität, so vor allem auch in die eigene Realität, ne, gerade wenn es um so zwischenmenschliche Dinge nicht keine Objekte geht. Ne? Klar, ich kann auch jetzt mir ein tolles Auto manifestieren. Ja, dann habe ich was fest in der Hand. Ja, aber ich kann aber auch eine bestimmte Meinung oder Einstellung über mich selbst manifestieren, die dann tatsächlich auch so wiedergespiegelt wird. Würdest du dann sagen, dass die Menschen, als Beispiel, man hat jetzt jemanden, der wirklich sein Leben lang immer nur
Unglück erfährt oder immer an die falschen Partner zum Beispiel kommt oder kein Geld hat und immer auf einer untersten Schwelle steht, dass es sich das selbst manifestiert. Definitiv. Also es ist ja ein Teufelskreis. Gerade wenn wir Mangel erleiden, Finanzen ist ein gutes Beispiel, weil die meisten Menschen wollen ja finanzielle Unabhängigkeit und das ist ja auch ein Streben von sehr, sehr vielen Leuten. Ja, also kann ich auch verstehen. Also ich meine, Geld ist nicht alles, aber Geld ist Energie und es bringt Sicherheit, es bringt Möglichkeiten und ich finde, niemand sollte sich dafür schämen, den Anspruch zu haben, reich zu werden. Ja, also das ist auch so ein Glaubenssatz, den ich ganz oft aus Menschen heraushöre. Ja, also ja, Geld macht auch nicht glücklich und man kann sich auch keine Liebe kaufen. Ja, das stimmt alles. Aber es gibt auch andere Dinge, wo Geld sehr hilfreich ist. Ja, und wir leben nun mal wir müssen das Spiel auch ein bisschen mitspielen. Ja, wir leben in einer Welt, wo der Großteil absolut materialistisch ist. Ja? Und ich meine, ich kann jetzt auch den Rebell spielen irgendwo in den Urwald ziehen und mich da selbst versorgen und mich von all dem lösen. Aber das ist ja auch nicht, was ich will. Ne? Und früher war ich auch so, ich hatte auch diese Glaubenssätze. Ich dachte, ja, Geld verdienen, das verdirbt den Charakter. Und aber mittlerweile denke ich da auch ganz anders. Aber ja, genau, diesen Mangel, den manifestieren wir. Und der Teufelskreis ist, wenn wir schon mit einem bestimmten Mangel aufwachsen in der Kindheit, ja, dann ist das unser Habitus, wir sind das gewohnt, das ist unser Umfeld, das ist unsere Komfortzone tatsächlich, kein Geld zu haben. Ja? Und wenn wir diesen Mangel ständig sehen, kann es ja gar nicht anders sein, als dass dieser Mangel bestehen bleibt. Das Außen muss es bestätigen. Ja, eben. Ganz genau. Bei dem Partner ist es genauso. Ja? Also da ist ja auch wieder, ne, man sucht sich ja häufig Partner, die uns an unser prägendes Elternteil erinnern, ne, wo wir uns wieder in unseren Lebensraum zurückversetzt fühlen, ja, den wir aus unserer Kindheit kennen. Finde ich teilweise, ist sehr traurig für manche Menschen, weil viele, gerade Frauen, suchen sich Partner, die dann auch gewalttätig sind, weil sie es aus der Kindheit kennen. Ne? Und teilweise sehr traurig. Aber da zeigt sich das tatsächlich auch, dass wir genau das manifestieren, was wir kennen, was wir gewohnt sind, wovon wir ausgehen, dass das Richtige sein muss, auch wenn es nicht gut tut. Ja, und das meiste wirklich total unbewusst. Ja, total. Genau. Hast du denn auch das Gefühl, dass die Manifestation mittlerweile schneller läuft, also dass diese Dynamik zugenommen hat, dass man sich irgendwas, dass man das raussendet und dass es recht schnell tatsächlich zurückkommt? Also meine Erfahrung ist, früher, klar, man hat sich was gewünscht, als Kind hast du eine Sternschnuppe gesehen und hast beigebracht bekommen, okay, du musst dir was wünschen, darfst aber niemandem davon erzählen. Und eventuell hat es sich irgendwann tatsächlich manifestiert, aber du hast es gar nicht mehr in Zusammenhang gebracht, weil der Wunsch eventuell schon ewig rausging, ja, dass du es gar nicht mehr weißt. Und dass man in der jetzigen Zeit tatsächlich was raussendet und es recht schnell eine Antwort kommt. Kennst du das Phänomen? Ich kenne das, aber ich glaube, dass man das nicht generalisieren kann, dass das von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Ne? Auch da kommt es drauf an, wie wir manifestieren. Ja? Ob wir das bewusst tun oder nicht bewusst tun. Wenn ich jetzt, nächste Woche Montag nach Spanien fliege und gutes Wetter haben will, dann bringt es nichts, wenn das Wetter erst in 2 Monaten dort gut ist. Ne? Also insofern spielt die Zeit auch eine Rolle. Und wie gesagt, ob man es bewusst macht oder nicht bewusst. Ja? Manchmal manifestiert man ja auch andere Dinge oder stellt sich andere Dinge vor, die damit einhergehen, die dann aber noch nicht den richtigen Zeitpunkt haben. Ja, und dann kommt alles zusammen und dann kann das eine vielleicht in der Wahrnehmung sehr lange gedauert haben und das andere vielleicht kürzer. Das ist sehr, sehr individuell, wie ich finde. Und grundlegend ist meine Ansicht ja, dass wir das alle tun, dass wir immer manifestieren, ja, egal ob Kind, ob Erwachsen, ne? Und ich glaube, je bewusster man das macht, desto schneller treten die Dinge ein, ja, also wenn man das wirklich bewusst macht, ne? Sich darauf konzentrieren und vor allen Dingen auch das Selbstvertrauen hat, dass das funktioniert, weil das ist Grundvoraussetzung dafür, dass es funktioniert. Wenn man nur den reinsten Zweifel hat, wird man genau das, was man anzweifelt, ins Leben rufen, ne? Nämlich, dass es nicht funktioniert. Ja? Und ich glaube nicht, dass das irgendwie, ja, das, also man manifestiert so schnell, wie man manifestiert.
Gut, es kommt ja auch noch darauf an, dass du dann, wenn du jetzt was rausschickst, ja, mhm. auch wenn es bewusst ist und du hinterher gar nicht den Fokus darauf richtest, dass es eventuell auch zurückkommen mhm. kann, dass du es dann auch übersiehst, ganz einfach, und es eigentlich eingetreten mhm. wäre, aber du entscheidest dich, andersrum zu gehen, und dann ist natürlich mhm. wieder nicht erfüllt worden. Mhm. Also ich denke auch, am Anfang ist der Wille. Ne? Du möchtest irgendwas, du hast einen Wunsch, ich möchte jetzt das Auto. So. Mhm. Und schickst du so raus. Funktioniert nicht. Ne? Du musst ja auch wirklich davon überzeugt sein, ja, dass das auch zu dir zurückkommt. Keine Zweifel bestehen. Mhm. Und dann wahrscheinlich am besten auch noch das wirklich in den kleinsten Nuancen mhm. sich vorstellen, mhm. oder? Oder wie siehst du das? Also, wie manifestierst du? Ja, es ist sehr unterschiedlich und es kommt auch auf das Ausmaß der Manifestation an. Ja, so einen freien Parkplatz vor der Haustüre, da gehe ich jetzt nicht in Meditation. Also so mache ich während der Fahrt und das funktioniert auch meistens. Ja, also in den kleinen Dingen, die laufen bei mir sowieso reibungslos. Da gehe ich einfach von aus und das ist ja auch dann so. Bei größeren Sachen, also mir hilft es oft, mich wirklich in die Situation reinzufühlen. Ja, mir vorzustellen, wie ich in dem neuen Auto sitze, ja, wie ich damit fahre, wie es darin riecht. Ja, also wirklich die Kraft zielgerichteter Vorstellungsbilder nutzen. Und auch nicht träumen davon. Also wir träumen, viele Menschen träumen ja auch, aber wissen, die werden das nie erreichen. Mhm. Ja, es bleiben Träume und die akzeptieren das auch. Aber in dem Moment, wo sie es akzeptieren, tun die ja genau das. Die manifestieren, dass es für immer ein Traum bleiben wird. Ja? Und ich meine, jedem, der das wirklich mal ausprobieren möchte, der vielleicht jetzt gerade von einem Bekannten ein Buch bekommen hat, wo es um Manifestationen geht, ne, weil oftmals kommt man durch Bekannte auf sowas, ja, also man manifestiert quasi mehr über Manifestationen zu erfahren, ohne das überhaupt zu wissen, ja, man sieht irgendwas, man schaut einen Film, man kriegt so einen spirituellen eine spirituelle Eingebung. Man sieht das Interview. Ne? Genau. Und dann fängt man, das ist so der erste Schritt. So, und mit dem beginnt alles. Und darauf baut auch alles auf. Und wenn man das einmal erlebt hat, ne, man erlebt das einmal, man erlebt das zweimal, man erlebt das dreimal, das funktioniert. Am Anfang ist vielleicht noch so diese Faszination und auch vielleicht, okay, war vielleicht Zufall jetzt oder nicht. Aber je öfter das passiert, desto mehr Vertrauen bekommt man auch in die eigene Schöpfungskraft. Mhm. Und desto größer können auch die Dinge werden, die man sich vorstellt. Ja? Also ich sage immer, alles, was physikalisch möglich ist, ist erreichbar. Der Weg ist halt immer ein anderer. Es könnte schwieriger sein. Es gibt so viele andere Faktoren, die da reinspielen. Ne? Dann diese Überlappung von Manifestationen. Also wenn ich jetzt manifestiere, weiß ich nicht, sportlich zu sein, sportlicher zu werden, viel mehr zu Fuß zu gehen, aber gleichzeitig auch manifestieren möchte, ein Auto zu haben oder ein E-Scooter, wo ich überall mit hinfahre, ja, dann könnte das schon kollidieren. Ja, klar. Ne? Also ist jetzt ein einfaches Beispiel. Aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Oder ihr versteht, was ich meine. Genau. Und ja, es hat ganz viel mit Selbstvertrauen zu tun, ne? Also und in sich hineingehen und wirklich davon überzeugt sein, dass wir die Dinge anziehen, die wir uns vorstellen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es einige Menschen gibt, die diese Erfahrung bereits gemacht haben, aber tatsächlich diesen Selbstwert nicht haben, dass sie sich überhaupt vorstellen können, dass alles in ihnen selber drin ist, ja. Mhm. Also wir sind ja dann so so erzogen worden, dass wir uns immer eben nach dem Außen richten, so wie ja. mit dem Geld. Ja, das ist total anstrengend, Geld zu verdienen. Wir müssen immer ganz hart arbeiten dafür. Mhm. Und dass dann irgendwann dieser Prozess dann stattfindet, dass man dann plötzlich merkt, okay, vielleicht bin ich ja doch mehr, als man mir irgendwie immer suggeriert hat. Ja? Das könnte ich mir tatsächlich sehr schwer vorstellen, wenn Menschen anders dazu erzogen wurden, wo das ganz anders war, dass sie diese Hürde nehmen, ja, dass sie sich selbst sozusagen umprogrammieren. Mhm. Da ist es ja theoretisch sehr, sehr hilfreich, wenn sie dann Menschen ihr Leben schon ziehen, unbewusst wahrscheinlich, durch so ein Unterbewusstsein, die ihnen dabei helfen, auf dem Weg das zu tun. Ne? Ja, total, total. Also das sehe ich auch so. Ja. Für jeden ist es möglich, für den einen ist es schwieriger, weil, wie du schon gesagt hast, in eine bestimmte Richtung erzogen wurde.
wenn nicht, um nicht zu sagen, indoktriniert. Und bei mir war es ja auch so, ich komme gar nicht aus einer spirituellen Familie, ne? Also Arbeiterfamilie, die genau den Grundsatz pflegen, den du gerade gesagt hast, man muss hart für sein Geld arbeiten und von nichts kommt nichts. Und ja, das sind auch alles Glaubenssätze, die ich früher natürlich auch hatte, ne? Aber mittlerweile sage ich, das Geld liegt auf der Straße. Also im übertragenen Sinne. Das ist eine tolle Aussage eigentlich, ja. Ne? Aber da ist sehr viel Wahrheit drin, ja? Ja, ist so. Es liegt dir zu. Das Geld ist ja da, es ist auf der Welt, es ist ja, da. Ja. So, ne? Du musst es einfach, du musst die Hand halt aufhaben. Ja. 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 Jetzt haben wir die Manifestation von einem selber. Also du hast einen Wunsch und den sendest du alleine raus. Was denkst du denn? Hätte das noch mehr Kraft, wenn es mehrere Menschen sind, die das gleiche Ziel verfolgen und das gemeinsam manifestieren? Die Frage ist, ob sich die Kraft der Manifestation durch mehrere Menschen multipliziert oder verstärkt. Glaube ich nicht, weil ich kann ja als Einzelner, wenn ich denn völlig davon überzeugt bin, das Gleiche manifestieren wie 100 andere Leute. Also so eine Kollektivmanifestation klingt aber schon spannend. Aber ich glaube schon, dass vielleicht, um bei dem Fußballspiel zu bleiben, ja, das vielleicht sogar, und das ist jetzt hier, keine Ahnung, das ist jetzt Spinnerei meinerseits, aber vielleicht kontrahieren die beiden ja zusammen. Und wer am stärksten manifestiert, dessen Mannschaft gewinnt dann auch. Ne? Das vielleicht schon, ja, dass sich das summiert, das, ja doch, das kann ich mir schon vorstellen. Also, nehmen wir an, es gibt einen Haufen von Menschen, die mit der aktuellen Weltlage zum Beispiel unzufrieden sind und sich eigentlich was ganz anderes wünschen würden. Ja? Also eine schöne Welt, wo es allen gut geht, wo alle alles in Hülle und Fülle haben und nur Frieden herrscht. Ja? Also gibt es meiner Meinung nach bestimmt einige Menschen, beziehungsweise tatsächlich sogar den Hauptteil der Menschen macht das aus, weil von Natur aus sind wir so polt, dass wir eigentlich einfach nur gemütlich leben wollen. Wenn diese Menge sich bewusst werden würde, was in ihnen steckt und gemeinsam sich dazu entscheiden würden, okay, es ist jetzt einfach nicht nur ein Wunsch, das ist nicht irgendwie eine Vorstellung, sondern wir wollen einfach tatsächlich so ein Leben. Und das würden alle gleichzeitig raussenden. Was denkst du, was würde passieren und beziehungsweise wie schnell würde das Erhoffte oder Erwünschte eintreten? Ja, du hast gerade gesagt, gemütlich leben. Ich würde eher sagen, gemütlich überleben. Ja? Also wir Menschen wollen ja überleben. Ja? Wir sind Säuglinge, wir müssen überleben. Wir sind Kinder, wir müssen überleben. Wir eignen uns Bewältigungsstrategien an, um zu überleben. Ja? Und das Fehlen oder das alleinige Dasein von Frieden ohne Gegensatz wäre, glaube ich, kontraproduktiv. Meinst du? Ja. Ich bin auch der Überzeugung, dass das Leid auch nur in uns entsteht. Ja? Also ist ein sehr schwieriges Thema, wo man auch nicht mit jedem so drüber sprechen kann. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Gewalt und sowas scheiße ist, dass das nicht funktioniert für ein harmonisches Leben. Da bin ich auch der vollen Überzeugung von. Aber ich glaube dennoch, dass es die Gegensätze geben muss, um das eine zu erfahren. Ja. Oder sich zu entscheiden. Ne? Ja. Und da sind wir ja auch wieder bei dem Thema, in einem Konflikt, egal wie er aussieht, gibt es ja immer eine Person, die es als richtig empfindet, sonst würde sie den Konflikt ja nicht anstacheln oder initiieren. Und es gibt die Person, die das nicht gut findet. Wer von beiden hat dann recht? Keine. Oder beide. Oder beide. Ja, gerade im Kontext von Konflikten, Katastrophen, Kriege, sogar Krankheiten, ne? Es ist ein sehr, sehr, ja, es ist sehr dünnes Eis, ne? Da kann man wirklich nicht mit jedem drüber reden. Ich habe auch ganz lange überlegt, aber da sind wir wieder bei der Unmenschlichkeit, glaube ich. Ja, das ist wieder so ein Moment, wo ich mich so vom Menschsein entferne und die Objektivität versuche zu wahren, ja, und den Dingen keinen Wert beizumessen. Ich glaube aber, dass die Welt, so wie sie ist, in ihrer Grundstruktur
mit allen Positiven und Negativen genauso ist, wie sie sein soll. Ja, das denke ich tatsächlich auch, die Dualität. Mhm. Ja. Und wir sind natürlich mit einem Teil von uns da drin, mhm, und wir spielen dieses Spiel und wir haben uns zu gewissen Teilen an diese Spielregeln zu halten, mhm, solange wir hier sind. Aber gleichzeitig haben wir eben die Möglichkeit, in diese andere Ebene überzugehen und von dort aus neutral, mhm, zu bewerten. Mhm. Darf ich dir eine Gegenfrage stellen? Ja, natürlich. Wie sähe denn ein harmonisches Leben in absolutem Frieden aus? Für mich? Mhm. Das wäre ein Leben, wo jeder nur das sich nur so verhält, mhm, wie er selbst behandelt werden möchte. Und was machen die Masochisten? Es ist einfach echt total, ja, schwierig. Das wiederum sind ja auch, kommen wir wieder auf die Prägungen zurück, ne? Die sind ja auch nur aus bestimmten Gründen so geworden, wie sie wurden. Also ein kleiner Säugling, der auf die Welt kommt, ist meiner Meinung nach absolut rein. Mhm. Ja? Also völlig ohne Schuld. Ihm wird aber direkt von Anfang an mitgegeben, dass sie eine Schuld abzutragen haben. Mhm. Sei es jetzt durch die Vergangenheit, oder eine Erbsünde, die weitergetragen wird, ne? Die ganzen, mhm, ganzen Geschichten. Und da wird es dann tatsächlich schwierig. Würde aber genau dieses Kernproblem aufgelöst werden, indem man den Kindern schon in den jüngsten Jahren vermittelt, ihr seid völlig richtig, wie ihr seid, und sie kriegen alle Liebe, die ihnen zusteht, mhm, dann können sie von sich in sich drin integrieren, dass sie unglaublich wertvoll sind, und sie würden meiner Meinung nach niemals auf die Idee kommen, irgendjemand anderem Schaden zuzufügen, mhm, oder sich daran zu laben, dass jedem anderen es schlecht geht. Mhm. Und ich glaube, da muss man hin, dass man von Grund auf den Kindern schon wieder was ganz anderes mitgibt. Mhm. Und da setzt dann die Manifestation an, und da stehen wir in der Verantwortung als die Erwachsenen, die sich jetzt dessen bewusst sind, dass sie diese Schöpferkraft in sich haben, den Weg zu ebnen für die Kinder, die dann nachkommen, die dann genau das umsetzen. Das ist ein schöner Gedanke, finde ich auch, stelle ich mir auch schön vor. Also wenn es nach mir ging, perfekt, würde ich auch so machen, würde ich auch unterstützen. Aber das sind wir, die so denken. Ja? Und ich glaube, dass wir diese Probleme und sowas, dass wir die auch brauchen. Ja? Wir brauchen, also man schaut ja erst auf den Weg, wenn man stolpert. Ja? Mhm. Und wir empfinden die Dinge ja als Leid, weil sie in dem Moment, in dem wir sie erfahren, total ungemütlich sind, weil sie uns nicht gut tun. Ne? Also ich rede jetzt von Erwachsenen wieder so ein bisschen. Ja, klar, bei Kindern ist das auch so, aber das lässt sich ja auch wieder zurückführen auf die Eltern, die ja erwachsen sind. Ja, die das dann, auch Krankheiten bei Kindern werden auch oft durch die Eltern manifestiert, ja, weil die sich ständig Sorgen machen. Ne? Und das dann quasi anziehen, ja, dass irgendwas passiert. Suggeriert, dass du schwach bist, mhm, dass du krank bist. Ja, und suggerieren ist ein gutes Wort, weil ich glaube, letztendlich oftmals sagen die Leute, ja, es ist Esoterik, das ist Hokuspokus, was du da erzählst. Ich glaube vielmehr, dass es Autosuggestion ist. Es ist einfache, nicht einfache, aber es ist Psychologie. Mhm. Ja? Und wir, wie eben schon mit dem Twingo, ich will mir einen gelben Twingo kaufen, sie über gelbe Twingos rumfahren, weil ich genau das im Fokus habe. Und das dann auch selber anziehe, ja. Mhm. Und ich versuche gerade ein anderes Beispiel, mir ein anderes Beispiel dazu einfällt. Im Prinzip ist es ja ganz oft so, ja. Also wir sehen etwas, wir konzentrieren uns auf etwas und dann ziehen wir das an. Mhm. Ja, es ist nur leider nicht nur bewusst, sondern auch unbewusst, ja, die Dinge, die dann kommen. Meinst du nicht auch, dass man dann den Leuten raten sollte, dass sie sich vermehrt oder verstärkt auf die Dinge fokussieren sollten, die dem entsprechen, was sie sich eigentlich wünschen? Ja, klar. Also, dass sie zum Beispiel nicht die negativen Nachrichten anschauen, sondern sich vielleicht die Dinge suchen, die positiv sind oder die halt einfach auch ein gutes Gefühl geben, weil gleichzeitig durch das Gefühl verändern sie ja schon wieder ihre Ausstrahlung, ne? Ja, absolut. Mhm. Ne, das geht dann in so einen positiven Teufelskreis. ja, klar, absolut. Und das wünsche ich den Menschen auch. Und deswegen mache ich auch das Interview mit dir. Und ich werde niemals ein Blatt vor den Mund nehmen und damit zurückhalten, was ich erfahre in meinem Leben. Und ich will, dass jeder Mensch zumindest das einmal gehört hat. Weil ich glaube auch,
oder ich bin überzeugt davon, dass wir das alle in uns haben. Ja? Wir müssen nur daran erinnert werden. Und wir werden ja schon von Kindheit an in ein bestimmtes System reingedrückt. Wir müssen passen, ja? Wir müssen gesellschaftskonform sein. Ja? Wir dürfen uns gar nicht so viel mit uns und unserer eigenen Stärke und Kraft auseinandersetzen, sondern vielmehr mit dem, was wir der Gesellschaft bieten und leisten können, was wir unseren Eltern leisten können, also absolute Leistungsgesellschaft, weg von der Natur, von unserem eigentlichen Berufung, nämlich die Selbsterfahrung, und zwar uneingeschränkt, frei und ohne in irgendeine Form reingepresst zu werden vorher. Weil die Kinder, die werden ja völlig davon weggeleitet von sich selbst, ja, die werden ja komplett ins Außen geleitet, die suchen alles außerhalb von sich selbst und sehen nicht, dass es genau da ist, wo sie es brauchen, ja, nämlich in einem selbst drin, wo man es auch wirklich bearbeiten, reflektieren und anzapfen kann. Das finde ich sehr schade, und ich finde, wir sollten auch in Schulen schon früh im Kindesalter schon Kinder viel, viel mehr dazu animieren, selbstständiger zu sein, die Welt zu entdecken, nicht zu maßregeln, nicht zu limitieren. Ja? Ich meine, es gibt keinen, wenn du dir als Kind in die Hose kannst, ja, wird jeder Mensch dich lieben und sagen, hey, das ist aber schön. Ne? Kinder haben so ein Selbstwertgefühl, ein Selbstbewusstsein, aber ne, mach das mal mit 25 oder so. Ne, und so in dem Moment, wo das Kind noch in die Hose machen kann und es trotzdem noch süß gefunden wird, ist alles noch in Ordnung, aber ne, sukzessive wird es dann immer mehr verformt und von der eigentlichen Natur weggeleitet. Und ich glaube halt, dass wir spirituelle Wesen sind, die eine menschliche Erfahrung machen, und das wissen die ja gar nicht. Woher auch? Ja, ganz genau. Es wird ihnen direkt aberzogen. Ich meine, die Kinder haben ja wirklich noch diese Anbindung auch zu sich selber, ja. Und es geht ja darum, dass man wieder zu sich zurückfindet. Und Kinder müssten ja gar nicht erst wieder zu sich zurückfinden, weil sie sind ja bereits bei sich. Ja. Aber dadurch, dass die Erwachsenen dann Cut machen und sagen, hey, nein, das kann nicht sein. Oder wenn die Kinder irgendwas sehen, was die Erwachsenen da nicht sehen, dann wird es ja direkt unterbunden, nein, da ist nichts. Ja? Erzähl niemandem was, du bist verrückt. So. Und dann verschließen die ihr Inneres und richten sich nach dem Außen, damit sie akzeptiert werden, nichts falsch machen und werden verbogen. Und dann vergessen sie vielleicht oder verdrängen es. Irgendwann im Erwachsenenalter haben sie vielleicht das Glück, weil vielleicht Menschen in ihr Leben kommen, die diese Erfahrung nicht machen mussten und bei sich bleiben konnten, und geben ihnen einen Impuls. Und wenn sie dann das Ganze wieder als Chance sehen und zu sich zurückfinden, dann denke ich tatsächlich, dass das auch für uns alle eine große Chance sein kann, dass wir wieder uns als das erfahren, was wir sind. Im Grunde alles, ne? Ja, alles. Alles und nichts. Ja. Ja, sehr, sehr spannend. Also es ist ja, ne, ich hatte am Anfang schon gesagt, es ist ein Lernprozess, der, glaube ich, erst aufhört, wenn man dieses Leben beendet, also in diesem Körper, in dem man dann gerade steckt, ja. Ich erlange auch immer wieder neue Erkenntnisse, und ich denke mir ganz oft so, ja, jetzt hast du es, das ist es, so, das muss es sein. Und dann Monate oder vielleicht auch Jahre später, nee, das war es doch nicht. Das ist ja noch mehr, da kam ja noch mehr und das ist ja noch mehr. Das mit den Kindern finde ich sehr schade. Ich rede auch übrigens sehr, sehr gerne mit Kindern über sowas. Ne? Natürlich vielleicht nicht so sachlich und ja, so erwachsen, aber ich finde das schon toll, wenn Kinder sowas schon früh mit auf den Weg kriegen, ja, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, in die Natur rauszugehen, sich mal den Himmel anzuschauen, nachts in die Sterne zu gucken, Bäume zu riechen, ja, ja, wieder eins mit der Natur auch zu werden, weil wir sind Natur, wir sind ein Teil des Ganzen. Ja, ja, natürlich. Und ich finde es sehr, sehr schade, ich bin leider auch so erzogen worden. Was heißt leider? So, vielleicht war das genau nötig, um diese Erkenntnisse zu bekommen, von denen ich glaube, dass sie gut sind und mir helfen. Ja, ob das so ist, weiß ich auch nicht. Ja, ich weiß, dass es mir hilft. Ich sehe die Dinge, die ich sehe. Es lässt sich überprüfen. Ja, also in so vielen Sachen lässt sich das überprüfen. Und irgendwann glaubt man auch nicht mehr daran, dass es ein Zufall ist. Es geht gar nicht mehr. Also man kann es nicht mehr abtun. Ja. Und wie eben schon gesagt, es fängt bei der Parkplatzsuche an, es hört beim Auto auf, beim Job,
bei den Finanzen, bei Partnern, also Gesundheit vor allen Dingen, ja. Gesundheit ist auch ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema, ne? Weil wir ja ganz oft auch Krankheiten entwickeln, die psychosomatischer Natur sind, ja, die aus irgendwelchen, ja, Traumata entstehen oder was auch immer, ne? Und es ist schon faszinierend, wie stark der Körper und der Geist miteinander einhergehen. Mhm. Ne? Und wir werden rot im Gesicht, wir werden schämen, ja. Wir fangen an zu schwitzen, wenn wir nervös sind, wir zittern. Ja, der Körper ist dann im Grunde der, der das umlegt. Ja. Wer schon mal eine Panikattacke hatte, wird wahrscheinlich wissen, was ich meine. Mhm. Ja, also, ne, aber warum verdrängen wir das immer? Warum können wir dann nicht wahrhaben, dass wir auch positiv mit unserem Körper kommunizieren können? Ja? Dass wir positiv mit dem Universum kommunizieren können? Mhm. Ne, nicht nur das Negative. Ich weiß nicht, aber ich habe oft den Anschein, dass der Mensch total aufs Negative fokussiert ist. Was ja auch, glaube ich, in unserer Natur liegt. Ne? Also wir mussten ja überleben früher, ne, und haben das Negative. Wir müssen uns eher an das Negative erinnern, um zu überleben, um diese Gefahren dann zu meiden, als an das Positive. Wobei ich denke, das kommt tatsächlich aus dem Außen, nicht aus dem Innen. Ja. Das wird von außen suggeriert und uns mitgegeben. Mhm. Aber wenn wir schon jetzt gerade beim Körper sind, prinzipiell gibt es ja keine Grenzen. Ne? Also auch in der Manifestation. Du kannst dir alles vorstellen, kannst dir alles wünschen und alles, was du dir vorstellen kannst, kann sich erfüllen. Wie sieht es denn auch damit mit Dingen aus, wie zum Beispiel Sehen ohne Augen, nicht altern, nicht sterben? Mhm. Ja, ist natürlich die Königsdisziplin, nicht zu sterben. Ja, also ich versuche ja immer das Ganze so ein bisschen wissenschaftlich auch zu beleuchten. Ne? Also wie eben schon gesagt, dass Manifestation nicht, für mich nichts anderes als Autosuggestion ist und Psychologie, ja. Also jemand, dem das Instrument zum Sehen fehlt, der wird nicht sehen können, meines Erachtens. Ja? Also klar, er hat Bilder im Kopf. Wenn er geboren ist mit Augenlicht, dann wird er sich an Dinge erinnern und wird die dann auch haben. Er wird vielleicht mit Gefühlen sehen. Ja, oder mit anderen Sinnen quasi sich Bilder im Kopf machen. Die Frage ist, ist es physikalisch möglich, ohne Augen zu sehen? Tatsächlich kenne ich Kinder, die ohne ihre Augen zu benutzen, trainieren konnten, dass sie dann gesehen haben. Okay. Ja, also aus erster Hand habe ich das tatsächlich miterleben dürfen. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass man, wenn man die Überzeugung daran loslässt, dass man durch Augen sehen muss, durch die ganz normalen physischen Augen, dass es dann funktioniert. Ja, ist auf jeden Fall interessant und wenn es so ist, es freut mich. Also ich habe ja schon grundvorausgesetzt, ne, dass es da viel, viel mehr gibt, als wir greifen können. Ja? Also wenn wir mal zurückdenken, als die erste Glühbirne leuchtete. Mhm. Oder die Leute haben damals gesagt, das Internet wird niemals durchsetzen. Ne, oder Telefon, was ist das? Fernmeldung, das ist doch Hokuspokus, das ist doch Magie. Also ich glaube, wenn man im 17. Jahrhundert ein Telefon erfunden hätte, wäre man verbrannt worden. Ja, also, ne, wir stehen noch relativ weit am Anfang so unserer geistigen Entwicklung. Ne? Ich glaube, dass in 1000, 2000, 3000 Jahren, dass wir diese Dinge auch erklären können. Dass wir erkennen, dass es auch Gedankenenergie sind. Ja, die kommen ja nicht von irgendwo her und die gehen ja auch nicht irgendwo hin oder verschwinden im Äther. Also, das ist ja reine Energie, so wie alles im Leben. Und wir sehen das in so vielen Stellen und wissen das, es ist für uns Alltag, aber können nicht wahrhaben, dass es an anderen Stellen genauso ist, nach dem gleichen Prinzip funktioniert. Aber das ist dann Humbug für uns. Mhm. Ja. Ich will nicht grundsätzlich ausschließen, dass das möglich ist, was du gerade gesagt hast. Ich will grundsätzlich überhaupt nichts ausschließen. Aber damit habe ich mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so sehr mit befasst. Ja, also mit solchen, das klingt ja schon wundervoll, nach einem Wunder. Ne? Also es ist ja nicht sehr, also es geht nicht mit den physikalischen Gesetzen einher. Nein. Ja, und bei solchen Dingen bin ich dann auch skeptisch, will ich nicht sagen. Ich bin dem Ganzen offen gegenüber, aber habe da auch noch eine menschliche Zurückhaltung, was mein daran Glauben betrifft. Ja? Mhm.
Ne? Weil, wie du auch schon gesagt hast, lässt sich schwer überprüfen. Ja, und ich denke, da kommt der Verstand dann auch ins Spiel, wenn wir es schaffen, den Verstand auszuhebeln, beziehungsweise ihn in seine Schranken zu weisen und davon ausgehen, dass tatsächlich alles möglich ist, dann gehe ich davon aus, dass es tatsächlich keine Grenzen gibt. Und da kannst du auch nicht sagen, das und das funktioniert, wie du gerade eben so schön meintest, und das nicht, sondern es geht einfach. Sonst entweder es geht oder es geht nicht. Punkt. Ja, wie gesagt, ich setze halt immer die physische Machbarkeit voraus. Ne? Ja, also, dass es in der physikalischen Welt, in der wir uns ja befinden, dass es da mit den Gesetzen konform geht. Ja, ja. Genau. Auf der Ebene, ja. Also, ich glaube schon, dass man Dinge visualisieren kann, Geräusche visualisieren kann, Gerüche visualisieren kann und auch Töne. Ne? All diese, was wir so mit den anderen Sinnen abseits der Augen wahrnehmen, dass wir das visualisieren können, das glaube ich schon. Definitiv, ja. Die Frage ist jetzt, ist es eins zu eins das Bild, was man auch mit Augen sehen würde? Ja, das ist natürlich die andere Frage. Ja, insofern stimme ich dir zu, da bin ich schon von überzeugt. Ja. Wenn du jetzt den Zuschauern mal so eine kleine Anleitung geben wollen würdest, wie sie beginnen könnten, um einfach ja, so Stück für Stück, eben im Kleinen vielleicht, anzufangen, das für sich selber abzuchecken, abzuklären, ob diese Schöpferkraft in ihnen steckt. Was würdest du ihnen raten? Also erstmal, niemand muss sich fragen, ob die Kraft in ihm steckt, weil das tut sie. Man muss sie nur bewusst anzapfen. Ne? Also der erste Schritt, glaube ich, der ganz gut ist, ist mal zurückzudenken. Wie oft habe ich in den letzten Wochen irgendwas manifestiert? Wir nehmen das ja überhaupt nicht. Also ein gutes Beispiel ist ja, man denkt an eine Person und dann ruft sie einen an. Ja? Oder man stellt sich eine Frage, man liest irgendeinen Begriff, den man nicht kennt. Ja? Und ein paar Stunden später fällt der Begriff in einem ganz anderen Kontext, im Fernsehen oder wo auch immer, wo er dann erklärt wird. Ne? Das sind so Kleinigkeiten, die uns im Alltag immer begegnen. So war es auch bei mir früher und das sehe ich auch bei anderen Leuten. Und ich glaube, der erste Schritt ist erstmal, sich das nochmal in den Verstand zu rufen, ins Bewusstsein zu rufen, zurückzudenken, es kann eine Woche sein, ja, oder an bestimmte Situationen, wo man schon dachte, hey, das ist aber komisch, dass das jetzt passiert ist. Ne? Aber dann tut man das ja oft ab und macht so weiter, wie man vorher weitergemacht hat. Da vielleicht mal zu reflektieren und zu erkennen, das waren Momente, wo sich wirklich manifestiert hat, was ich vorher angenommen habe oder was ich mir vorgestellt habe. Ja, das ist schon mal so ein erster Schritt, auch so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, dass es wirklich funktioniert. Ja, und dann kann man anfangen mit kleinen Sachen, Parkplatzsuche, ja, weiß ich nicht, Chef stellt mich frei von der Arbeit, weil das Büro überschwemmt ist, ich habe eh keinen Bock oder wir wollen irgendwo hinfahren, haben aber überhaupt keine Lust. Und dann ruft derjenige an und sagt dann ab. Ne? Das sind so Kleinigkeiten, mit denen man das üben kann. Also letztendlich kann man das ja mit allen Dingen machen. Wichtig ist nur, dass man sich selbst vertraut und dass man weiß, dass man diese Kraft hat. Weil in dem Moment, wo man daran zweifelt, wo man sagt, ja, man muss nur sagen, ja, es klappt ja eh nicht. Es klappt ja sowieso nicht. Da bestätigt man sich schon den Zweifel und dann wird es auch nicht klappen. Vielleicht wird es schon klappen, weil man zufällig oder warum auch immer, ja, aber in den meisten Fällen wird es nicht funktionieren. Oder man wartet einfach so lange und denkt dann, oh, jetzt ist es ja immer noch nicht eingetreten, ja. Hat es nicht funktioniert. Wir müssen natürlich auch was tun. Ne? Wir müssen natürlich auch was tun. Also wenn wir jetzt, natürlich können wir auch versuchen zu manifestieren, wenn wir ein neues Auto haben wollen, dass uns jemand das Auto ins Wohnzimmer stellt. Ja? Das ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Ne? Aber wenn wir, jemand will einen Ferrari fahren, ja, da muss er dafür was tun. Aber er wird den Ferrari dann noch bekommen. Ja? Er muss, ich weiß nicht, was er tun muss. Das muss er für sich selbst herausfinden. Ne? Aber es gibt einen Weg und den wird er auch gehen, wenn er das manifestiert. Ja? Oder er gewinnt plötzlich im Lotto. Ja? Spielt Lotto und gewinnt dann im Lotto. Oder was auch immer. Also wenn man daran glaubt und weiß, das funktioniert mit dem Ferrari, dann wird es einen Moment, eine Situation geben, die es demjenigen ermöglicht, den Ferrari dann zu bekommen. Ja? Bei so großen Sachen haben wir natürlich eher einen Zweifel. Ja? Wir wissen alle, wie die Chancen stehen, im Lotto zu gewinnen. Allein dieses Wissen der sehr, sehr geringen Chance macht schon sehr schwer, das zu manifestieren. Ja, das ist dann wirklich eine Mammutaufgabe. Mhm. Ja. Und dann kommt noch dazu, ob man sich dann tatsächlich auch vorstellen kann, was wäre, wenn man diese Millionen gewinnt, ob man damit überhaupt auch
klar, Kevin, das ist dann wieder diese Prägung. Ja, kann ich das auch noch annehmen. Geld ist was Schlechtes. Mhm. Geld ist verdirbt den Charakter. Ja. Also ich würde den Leuten empfehlen, das im Kleinen zu starten. Also erstmal erinnern, wo habe ich es schon gemacht, ja? Wo ist mir das gar nicht bewusst wahr geworden. Aber jetzt so eine Retrospektive, ah, guck mal, da und da und da und da, da könnte vielleicht doch was dran sein. Und das, dieses, da könnte ja vielleicht doch was dran sein. Ja, ist schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Ja, weil man sensibilisiert sich für das Thema und ab dem Moment, verspreche ich dir, werden die Leute doch vermehrt drauf achten und sie werden es sehen. Sie werden es sehen, dass genau das passiert, was sie sich vorstellen. Ja. Und darauf will ich aufbauen. Ja, und das steigert auch das Selbstvertrauen in die eigene Kraft, ne? Und das baut peu à peu darauf auf. Und ja. Sie haben ja nichts, wir haben ja alle nichts zu verlieren, wenn wir es ausprobieren. Ne? Wir können ja nur gewinnen. Ja, super. Ja, Dennis, dann danke ich dir herzlich für das spannende Gespräch. Mhm. Also das Thema an sich, da könnte man natürlich stundenlang drüber sprechen. Das stimmt. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke. Macht's gut. Danke, liebe Molly.